Ja, hallo Leute, hier spricht Roborus und heute geht's weiter mit Die flache Erde ist Realität Teil 2, Leute. Im ersten Teil haben wir ja so hingewiesen, dass die Erde nicht kugelrund ist, wie einige hier behaupten, sondern die Erde ist flach mit einem Kuppel drüber, Leute. Und es geht sogar noch viel weiter als nur diese einfache Tatsache. Es ist eine Kosmologie für sich selbst, Leute. Wenn man sich das Thema mal richtig anschaut, sich tief in die Materie eingräbt, Leute, dann erkennt man, dass diese ganze Kugel-Globus-Modell eine falsche Behauptung ist, die von irgendwelchen Kriminellen verbreitet werden, Leute. Aber das haben wir hingestellt. Wir gehen jetzt direkt auf Teil 2. Ich lasse das wieder vorlesen, Leute, weil es ist ein längerer Text und mit meiner spuckigen Aussprache hört sich das leider nicht so gut an. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei dem ja, Lesen, Vorleser. Und wenn ihr Fragen habt, Leute, einfach Kommentarfunktion schreiben und dann werde ich versuchen, euch alle eure Fragen zu beantworten. Bevor ich anfange, möchte ich Nikola Tesla zitieren. Zitat Nikola Tesla: Die Erde ist ein Reich, der kein Planet ist. Die Sonne und Mond werden drahtlos mit dem elektromagnetischen Feld angetrieben. Dieses Feld bricht auch die himmlischen Sphären. Elektromagnetisches Schweben widerlegt die Schwerkraft, weil die einzige Kraft, die sie entgegenwirken müssen, die elektromagnetische Kraft ist, nicht die Schwerkraft. Die Sterne sind an dem Firmament befestigt. Tesla war einer größten Genies, die je gelebt haben. Darum sind seine Aussagen Gold wert. Viele Wissenschaftler, die öffentlich die offizielle Lehrmeinung vertreten, denken jedoch privat anders. So wie der Raketenwissenschaftler Werner von Braun. Auf seinem Grabstein ist ein Psalm eingraviert. Es ist der Psalm 19,1. Ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung des Firmament, die Feste, verkündigt das Werk seiner Hände. Vergleiche hierzu Mose 1 bis 8. Mose Kapitel 1. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der zweite Tag. Mit dem Begriff Feste oder Firmament in Psalm 19,1 und 1. Buch Mose 1 bis 8 wird ein Käseglockenweltbild verbunden. Demnach wäre die Feste als eine Art Dach oder Kuppel aufzufassen, das oder die über der Erde aufgespannt ist und an welchem die Himmelskörper angeheftet wurden. Firmament, auch Himmelsgewölbe oder Himmelszelt, bezeichnet in den frühen Weltbildern den über der Erde gelegenen Teil des Kosmos. Das Firmament ist das Konzept, den Anblick des sichtbaren Himmels bzw. den Sternenhimmel und eine Fülle astronomischer und Wetterereignisse in ein protowissenschaftliches Modell zu fassen. Der Name steht zu lateinisch Firmamentum, Befestigungsmittel, und beschreibt die Vorstellung, die Sonne und andere Himmelskörper und Erscheinungen wären an diesem festgemacht. Das Firmament wäre dann derjenige feste Teil, der noch der physischen Sphäre angehört, darüber oder dahinter begänne der eigentliche Himmel, die Lokalisierung des Überirdischen und Göttlichen. Das Firmament bildete dann eine Trenn- oder Verbindungsschicht der irdischen Welt zu höheren Mächten. Was wollte uns Werner von Braun vermitteln? Dass wir unter einem Kuppel leben und wir von einer elitären Gruppe belogen werden. Uns wird erzählt, dass die zu beobachtende Bahn der Sonne, Planeten und Sterne um die Erde nur optische Täuschungen sind, dass es in Wirklichkeit die Erde unter unseren Füßen ist, die sich bewegt und dass uns unsere Augen trügen. Eine Ausnahme wird für den Mond gemacht, er dreht sich um die Erde, so wie es uns auch erscheint. Da wir immer nur eine Seite des Mondes sehen, erzählt man uns, dass die angebliche West-Ost-Rotation des Mondes mit 16 Kilometer im Zusammenspiel seiner Umlaufbahn um die Erde mit angeblichen kmh zufällig ganz genau die Bewegung und die Geschwindigkeit ist, um die angebliche Ost-West-Rotation der Erde mit Kilometer pro Stunde und die Umlaufbahn um die Sonne mit Kilometer pro Stunde auszugleichen und dadurch die immerwährende Illusion der dunklen Seite des Mondes zu erzeugen. Ach wirklich?
Obwohl uns Sonne und Mond als relativ kleine, gleich große Körper erscheinen, die sich um die ruhende Erde drehen, wird uns erzählt, dass dies auch eine optische Täuschung ist und dass sie tatsächlich um tausende Kilometer im Durchmesser verschieden sind. Sie sagen, dass die Sonne tatsächlich satte Kilometer groß wäre, 109 Mal größer als die Erde, und im Gegensatz zu allen Erfahrungen, Experimenten und gesundem Menschenverstand wir uns um sie drehen. Sie sagen, der Mond ist groß, ein Viertel der Größe der Erde, und der Grund, warum sie uns gleich groß erscheinen, ist der, dass der Mond nicht weit weg ist, während die Sonne unfassbare Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist und dies zufällig genau der Durchmesser und die Entfernung ist, um sie uns Betrachter von der Erde aus fälschlicherweise annehmen zu lassen, dass sie gleich groß wären. Eine Kugel, auf der Menschen auf deren anderer Seite mit den Füßen über dem Kopf leben, wo Regen, Schnee und Hagel aufwärts fallen, wo Bäume und Pflanzen umgekehrt wachsen und der Himmel tiefer ist als der Boden. Das antike Wunder der hängenden Gärten von Babylon ist nichts im Vergleich zu den Feldern, Meeren, Städten und Bergen, die laut heidnischen Philosophen ohne Unterstützung von der Erde herunterhängen. Uns wird erzählt, dass diese winzigen leuchtenden Stecknadelköpfe im nächtlichen Himmel, bekannt als Planeten oder Wandelsterne, in Wirklichkeit kugelförmige, bewohnbare, erdähnliche Körper sind, die Millionen Kilometer weg sind. Uns wurde sogar angebliches Filmmaterial vom Mars gezeigt. Uns wird erzählt, dass die kleinen leuchtenden Stecknadelköpfe im Himmel, bekannt als Fixsterne, in Wirklichkeit Trillionen Kilometer entfernte Sonnen sind, eine jede mit eigenem Sonnensystem, sie umkreisende Monde und erdähnliche Planeten, die womöglich fremdes Leben bergen. Uns wird erzählt, dass der Mond kein eigenes Licht ausstrahlt, sondern ein Reflektor des Sonnenlichts ist, dass Freimaurer der NASA tatsächlich auf den Mond gingen, dass andere Freimaurer der NASA ein Erkundungsfahrzeug zum Mars sandten, dass sich Satelliten und Raumstationen unaufhörlich in schwebend mit der Erde mitdrehen, dass ein Hubble-Weltraumteleskop Schnappschüsse von entfernten Planeten, Galaxien, Sternen, Quasaren, Wurmlöchern und anderen fantastischen Himmelskörpern aufnehmen würde. Uns wird erzählt, dass unsere unwissenden Vorfahren tausende Jahre fälschlicherweise glaubten, die Erde sei die flache, unbewegliche Mitte des Universums, jedoch dank moderner Wissenschaft und ihren freimaurerischen Propheten wie Kopernikus, Newton, Galileo, Collins, Aldrin und Armstrong glauben wir nun, dass die Welt eine riesige wirbelnde Meer-Landkugel ist, die durch ein endloses Weltall schlittert. Die moderne astronomische Lehre besagt, dass die Welt, in der wir leben, eine Kugel ist, die sich im Weltraum mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit dreht und rotiert, dass die Sonne 1,5 Millionen Mal so groß wie die Erdkugel und 150 Millionen Kilometer von ihr entfernt ist, dass der Mond ein Viertel der Größe der Erde hat, dass er sein Licht von der Sonne erhält und er somit ein Reflektor ist und nicht etwa ein Lichtspender, dass er die Erde materiell anzieht und damit die Gezeiten verursacht, dass die Sterne eigene Welten und Sonnen sind, einige von ihnen gleichbedeutend mit unserer eigenen Sonne und andere sogar noch bedeutender, dass diese Welten, bewohnt von fühlenden Wesen, zahlreich ohne Ende sind und über einen grenzenlosen Raum und unbegrenzter Dauer verfügen, alle jene Objekte verschachtelt und unterstützt durch die universelle Kraft der Gravitation, die der Grundstein und Vater des ganzen Universums ist. Für fantasiereiche Geister und versponnene Theoretiker bereitet die sogenannte Wissenschaft der modernen Astronomie ein Feld, das unübertroffen in der Wissenschaft der ungebändigten Vorstellungskraft und dem Aufbau eines komplizierten Zaubers von Absurditäten ist, um den Einfallspinsel zu beeindrucken und ihn staunen zu lassen, und um jene zu betrügen, die ihre Behauptungen wirklich für Tatsachen halten. Uns wird erzählt, dass Wissenschaftsbücher wie Newton Gravis es Principia Mathematica den Mythos der globalen Heliozentrik als Wahrheit vertritt, während rückständige Bücher wie die Heilige Bibel, die für eine flache geozentrische Erde steht, bloß ein unzeitgemäßer Mythos ist. Uns wird erzählt, dass das Universum planlos ist und willkürlich als ein kosmischer Zufall entstanden ist, bei dem aus buchstäblich nichts alles wurde. Uns wird erzählt, dass durch Millionen von Jahren zufälliger Evolution und Ereignissen das Urknall-Universum Sonnen, Planeten, dann Wasser, dann irgendwie aus totem Material Edelgase und einzellige lebende Organismen entstehen ließ, dass sie wuchsen und sich vermehrten, zu größeren andersartigen Organismen mutierten, die wiederum weiter wuchsen, sich vermehrten und zu einer Vielfalt der Arten wurden bis zu dem Punkt, an dem Amphibien an Land krochen,
Kiemen mit Lungen ersetzten, Luft atmeten, zu Säugetieren reiften, zu Zweifüßern wurden, versetzte Daumen bekamen, sich zu Affen entwickelten und dann entstand, mit einer gehörigen Portion Dusel, die letzte Verwandlung hin zu einer Kreuzung des Affenmenschen und der Rest ist Menschheitsgeschichte. Man nehme all die unmöglichen Heftchen, die momentan zirkulieren, um die Jugend abzulenken, füge ihnen all die sagenhaften Beschreibungen von Freiheitskriegen, die aufgezeichnet wurden, hinzu und klammere an diese all die wilden fantastischen Sachen, die man in der Bücherei unter den Romanen findet, und ich wage zu behaupten, dass die Summe nicht so völlig Unmögliches oder so höchst Lächerliches ergibt, wie dieser moderne wissenschaftliche Irrglaube, dass die Erde sich im Weltraum gleichzeitig in verschiedene Richtungen dreht, und das in einer Geschwindigkeit, die kein Mensch fassen kann, mit den Bewohnern, von denen die einen Kopf überhängen und die anderen in die verschiedensten Richtungen abstehen, damit die Gleichung aufgeht. Schreibe all die Scharlatanerei auf, die je verrübt wurde, und benenne all die Schwindel, die du je gehört oder gelesen hast, einschließlich all der Märchen und Seifenblasen, die je entlarvt wurden, mach eine Liste all jener Fallstricke, die die Leichtgläubigen austricksen sollen, und du wirst es nicht schaffen, je von einer so ekelhaften Lüge, einem so genialen Schwindel oder einer Seifenblase von derart riesigen Ausmaßen zu hören oder zu sehen, wie die, die von modernen Astronomen an der nicht denkenden Masse im Namen der Wissenschaft verbrochen und als unwiderlegbare Wahrheit bezeichnet wird. Wieder und wieder wurden ihre Theorien angezweifelt und widerlegt, aber da diejenigen, die nicht selbst denken, oft in der Mehrheit sind, akzeptierten sie die ihnen bekannte Sache. Uns wird erzählt, die Höhe der Dummheit und Naivität wäre der Irrglaube unserer Vorväter gewesen, dass die Erde flach ist und dass, wenn jemand irgendwie immer noch glaubt, dass die Erde die unbewegliche Mitte des Universums ist, er die primitivste Form der Unwissenheit sei. Nochmals für alle, die selber nicht denken können. Die Erde ist flach und wir befinden uns unter einem kuppelähnlichen Gebilde. Unsere Vorfahren wussten davon, aber dunkle Mächte, die uns bis heute kontrollieren, wollen nicht, dass wir es herausfinden. Ja, Leute, das war der zweite Teil über die flache Erde ist Realität. Dieses Video ging eigentlich darum, dass man nochmal aufzeigen kann, dass die Wissenschaft, die uns was vormachen, eigentlich eine Lüge darstellt, Leute. Schon in der Antike wusste die Menschheit, man muss sich vorstellen, die Menschheit, das heißt, es gab keine moderneren Länder, die ihre eigene Astrologie, Astronomie entwickelt haben, Leute, nein, es war eine weltverbreitete Ideologie, sage ich mal, Wissen, dass die Erde so eine Art flache Gebilde darstellt mit einem geschlossenen System. Das heißt, entweder eine Kuppel, andere haben sich als ein Zelt vorgestellt, das heißt, wir befinden uns in einem Art geschlossenen Gebilde, Konstrukt, sage ich mal. Ne? Und darum geht es, Leute. Ne? Die einen wollen uns vormachen, dass es eine Art Weltall gibt, dass so eine Art Urknall dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt existieren, Leute. Das heißt, die andere Wahrheit, dass schon Jahrtausenden eigentlich schon in den Köpfen der Menschen standhielt, war die flache Erde, und diese moderne Wissenschaft ist nichts anderes als ein satanistisches Betrug an die Menschheit, Leute. Das heißt, alles, was wir uns hervormachen, ist Lug und Betrug, wer immer die sind, sage ich mal, keine Ahnung, wer die sind, auf jeden Fall können die keine Guten sein, weil die ja davon ausgehen, dass die Verwalter dieser Scheibenwelt, sage ich mal, Ausführungszeichen, sind. Die Verwalter hier versuchen die Menschheit sozusagen für irgendetwas hier aufzubauen oder nicht aufzubauen, Leute. Das heißt, die spielen einen Plan nach einem Drehbuch, was hier passiert, genauso was wir jetzt haben hier in dieser ganzen Pandemie. Das steht doch schon in den ganzen alten Schriften, zum Beispiel in der Bibel, die Johannes-Offenbarung. Alles, was hier geschieht, ist ein geplanter Mist, Leute. Und das heißt, die Menschen sterben, leben, sterben, alles deutet auf etwas hin, das sich das goldene Zeitalter nennt. Aber das ist wieder was anderes, da kommen noch andere Videos, Leute. Das war der zweite Teil. Ich hoffe, ihr macht
euch mal ein bisschen Gedanken darüber, dass die Wissenschaft gar nicht das ist, was die uns vormachen mit diesen ganzen Gedöns, mit diesen ganzen Sternen, Planeten, Galaxien, alles drum dran. Weil ihr sollt einfach mal selbst nachforschen, nach selbst denken, Leute, und nicht einfach kommen und irgendwelchen dummen Leute hier anhören, die irgendwas behaupten. Und einige sagen, ja, das war alles Quatsch. Nein, Leute, ihr sollt selber mal durch die alten Schriften durchlesen, euch mal Gedanken machen, ob das überhaupt alles stimmt, was die uns hier vorgaukeln mit irgendwelchen Formeln, die sowieso kein Schwein versteht, weil hinter diesen ganzen Formeln stehen einfach nichts, Leute. Es ist genauso wie im Atom, je tiefer man eindringt, desto weniger Materie findet man, sondern das ist eher so energetisch, so elektromagnetisch und so alles drum dran. Am Ende findet man nicht gar nichts. Das heißt, diese ganze Welt ist eine isolierte Illusion, Leute, sage ich einfach mal. Das heißt, eine Art Simulation, in der wir uns hier befinden. Und diese Simulation wird auf so einer genannten Konstrukt, die wir flache Erde nennen, durchgespielt, Leute. Sei es darum, der dritte Teil, der letzte und der dritte Teil über dieses Thema flache Erde ist Realität, wird kommen, Leute. Und da werde ich mal versuchen, mal richtig einen Hammer loszulassen. Das waren erstmal so zwei Teile, damit ihr sozusagen ein bisschen reinkommt in die Materie. Ich denke mal, viele wissen, was das eigentlich geht. Aber das System selbst ist noch viel, 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 viel höher entwickelt, Leute. Das heißt, selbst die Flacherdler, ist auch nicht böse gemeint, sehen nur einen kleinen Teil. Das ist so ungefähr wie am Meer so eine kleine Spitze von einem Eisberg. Darunter ist sozusagen das riesige, massive Wahrheit. So ungefähr ist das genauso wie auf der flachen Erde. Man kann sich nur auf eines konzentrieren. Das machen ja die meisten Flacherdler, ist auch nicht böse gemeint. Die konzentrieren sich nur auf einen bestimmten Teil. Das heißt, die Erde ist flach, darüber ist so ein Kumpel. Das war's. Die Sonne, der Mond sind da drin, die schwirren daher herum und. Das ist aber nicht das Einzige, Leute, weil das System selber ist viel, viel größer, sage ich mal. Das Konstrukt ist viel gigantischer, als man sich jemals vorstellen kann, Leute. Ne? Und darum nochmal zum Abschluss, macht euch selber die Gedanken, weil wenn einer irgendwas erzählt, da kann ja jeder kommen und was erzählen. Ihr müsst selber recherchieren, ihr müsst selber eure Gedanken einschalten, weil am Ende geht es um euer Bewusstsein, um eure Seele, Leute. Es ist ein Spiel, wo man verliert oder gewinnt. Das war's für heute und da sage ich einfach mal bis demnächst. Ciao.